Volksmusik, das ist ein Begriff, der einen Haufen Interpretationen zulässt. Aber wir möchten jetzt diesen Bereich nicht anfangen eingrenzen, weil ich glaube, dann kämpfen wir hier und dort ein mit den Fachleuten ins Gehege. Aber da ist uns kürzlich eine CD in die Hand gekommen. Und als man die angehört hat, da ist eigentlich nur ein Wort gültig. Sehe dazu, was da drauf sind, sind Urtöne. Ein junger Mann hat die Tonaufnahmen gemacht. Und zwar hat er sie dreit im Verhältnis 1:1, also ganz so, wenn er sie dort an Ort und Stelle gehört und empfunden hat. Und es sind fast mystische Tonaufnahmen vom Silvester zu Urnäsch. Und dann haben wir den jungen Mann natürlich kennenlernen. Bei dieser Gelegenheit hat er uns dann gerade auch noch erzählt, dass er auch einen Film dreht. Dass er also auch noch optisch auf den Spuren von unserem Urbrauchtum ist, von unseren Urtönen. Und was er dort machen will, das sind vor allem Aufnahmen, die ohne Zivilisationsgeräusche sind. Ein recht schwieriges Unterfangen. Er nimmt nämlich auf, so zum Beispiel Schweizerbrüche, das Jutzen der Sennen und den Bettruf. Und ich bin überzeugt, dass dann da schlussendlich ein Film entsteht, der uns wirklich ganz echt an unsere Ursprünge zurückführen wird. Da zeigen wir Ihnen einen kurzen Ausschnitt von Cyril Schläpfer. Seine Aufnahmen, es ist Rohmaterial vom Urnäscher Bloch. Und es ist eine Sequenz, sicher auch zum Schauen, aber noch viel mehr zum Hören. Sie kann besser als mir, kann der Cyril Schläpfer selber sagen, was die Triebfedern für seine Arbeit sind. Was mich dazu bewogen hat, auf diese Art eine Schweizer Volksmusikplatte zu produzieren, sind natürlich verschiedene Gründe. Einerseits, dass ich mich schon seit Buben mit Volksmusik auseinandersetze, dass ich selber ein paar Instrumente gespielt habe, wie Trommel oder Hackbrett. Und in letzter Zeit, etwa vor 3 Jahren, mit dem Ries Gwerder gelernt habe, Schweizer Örgali zu spielen. Und dann mich das auch, je länger sie mich auch interessieren und faszinieren. Aber eigentlich auch ein ausschlaggebender Grund war, die Geräusche, die man einmal hört, wenn man mal ein bisschen weg ist von der Zivilisation. Also, ich weiß nicht, wie Sie das, ob Sie das auch schon mal erlebt haben, wenn Sie mal irgendeinen Zen hören, wenn einer einfach von sich aus einen Jutz macht. Und dann, wenn Sie das mal so ein bisschen gehört haben, und das stellt einem dann nachher der Törli auf im Eck. Das ist das, was einem ans Lebige geht. Und wenn man das mal gehört hat, dann sucht man das nämlich immer wieder. Und das ist so, wenn die Musiker oder die Sänger das machen, einfach von sich aus, spontan, nicht weil sie am Fernsehen sind oder sonst ein Engagement haben. Das ist immer am intensivsten und am natürlichsten. Und das ist auch das Ziel von dem Film, wo ich bin. Dass ich möchte gerne, dass die Urmusik, die den Leuten drin ist, möchte ich gerne zeigen und umsetzen in einem Film. Und dann kommt dazu, dass man heute Technik hat. Zum Beispiel die digitale Aufnahmetechnik, wo man eben genau möglichst natürlich, so wie es für aussen ist, mit allen Umgebungsklängen, die sehr wichtig sind. Wie Kuhglocken, wie Geräusche von Vögeln und Tieren und Bach und Insekten. Poetische Bilder können auch mehr machen, aber die Töne? Oben fliegt ein Flüger, unten fährt ein Zug und hinten das Auto.
In der Schweiz ist es bald nie mehr so ruhig, dass man die feinen Naturtöne ohne Nebengeräusche hören kann. Weit von den sogenannten Zivilisationen weglaufen, mit ganz gespitzten Ohren, zum Teil Stunden können warten, so entstehen dem Cyrille Schläpfer seine Töne. Wir haben uns den zeitlichen Luxus geleistet und sind ein paar Stunden mit auf dem Herrn Schläpfer seine Tonjagd. Reine Naturtöne wie Dohlenschrei, da und dort ein Hund, das hat er gesucht. Die Realität aber ist, dass er relativ wenig rausgeschaut hat. Dohlen sind immer wieder von vorbeifahrenden Autos übertönt worden, der Hund vom Traktor oder einem Flugzeug. An diesem Tag war das der einzige Hund, der ohne störende Nebengeräusche aufgenommen werden konnte. Ein idealer Moment. Fast kein Auto im Tal, keine Leute. Für einen kurzen Augenblick haben sich die Nebengeräusche zurückgezogen. Glocken sind etwas vom Wenigen, wo sich mit Wucht über fast alle Zivilisationsgeräusche wegsetzen. Für seinen Film braucht Cyrille Schläpfer noch ganz viele feine Naturtöne. Immer wieder wird er losziehen, bis er alles zusammen hat. Wir vom Fernsehen und damit auch Sie werden weiter mit den Nebengeräuschen leben müssen. Wenn Cyrille Schläpfer seinen Film dann einmal fertig ist, werden wir noch einmal hören, was man eigentlich nicht mehr hört.